Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsbäckerei. Ich begrüße euch. Heute möchte ich euch das Rezept zeigen für Kakao-Kokosplätzchen. Die sind super schnell gemacht, weil gerade in der Vorweihnachtszeit ist es oft ein bisschen hektisch, weil man so viele Besorgungen zu erledigen hat und da hat man gar nicht unbedingt die Zeit zum Plätzchen backen, möchte aber trotzdem natürlich auch Plätzchen auf dem Adventsteller liegen haben. Und da eignen sich diese Plätzchen wunderbar, weil die ganz, ganz schnell zubereitet sind und schmecken dann auch noch super lecker. Die heutige spanische Vokabel ist das Wort für Kokosnuss, nenne ich euch bei den Zutaten. Und dann habe ich noch andere Plätzchen mit Kokos für euch. Das sind die Kokostaler, die verlinke ich euch da oben mal. Die gehen auch super schnell. Schaut mal, ob ihr die vielleicht auch nachbacken möchtet. Dann geht es jetzt los. Und wie immer, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wir benötigen folgende Zutaten: 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Kokosraspel. Kokosnuss ist ja unsere heutige spanische Vokabel. Die Kokosnuss heißt El Coco, ganz einfach. 3 Esslöffel gesiebten Backkakao, 80 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter oder Margarine. Ich nehme Margarine, das reicht vollkommen aus. Ein Ei. Und dann noch Zucker, um die Plätzchen später zu wälzen. Gebacken wird das Ganze bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene auf einem Backblech. Das Mehl habe ich mir schon in eine Rührschüssel gegeben. Jetzt gebe ich die Kokosflocken dazu, den Zucker und den Backkakao. Dann verrühre ich das Ganze eben und dann kommt noch das Ei und die Margarine dazu. Und dann knete ich das Ganze flott mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig. Der Teig ist jetzt gut miteinander verknetet, der ist schön geschmeidig, so soll er sein. Für die Backanfänger unter euch nochmal, die Größe vom Ei spielt immer eine sehr große Rolle. Sollte der Teig zu klebrig sein, dann knetet ihr einfach noch ein bisschen Mehl unter. Ist der Teig zu fest, dann gebt einfach noch ein bisschen kaltes Wasser hinzu und knetet es unter. Und so könnt ihr die Konsistenz ausgleichen, sodass der Teig letztendlich schön geschmeidig ist. Ja? So, jetzt mache ich mir ein bisschen Platz hier. Und dann habe ich mir jetzt schon mein Backblech vorbereitet. Da habe ich ein Backpapier aufgelegt. Und noch ein Tipp für die Backanfänger: Wenn ihr vorher, bevor ihr das Backpapier auflegt, ein bisschen Wasser auf das Backblech gebt, dann das Backpapier auflegt, dann bleibt das richtig schön kleben, da verrutscht nichts und so kann man dann wunderbar arbeiten. Und jetzt nehme ich mir halt immer etwas von dem Teig ab, drehe da kleine Kügelchen raus, gebe die Kügelchen auf das Backblech und drücke sie dann mit der Gabel etwas platt. Und dann haben wir da auch so ein hübsches Muster drin. Und zwischendurch, bei Bedarf, gebe ich die Gabel dann immer mal wieder in ein bisschen Mehl, damit da kein Teig kleben bleibt. Und der Backofen, den habe ich auch schon vorgeheizt. Der hat gleich auch schon seine Temperatur erreicht und dann brauchen die Plätzchen nur noch backen. Ich habe jetzt 16 Plätzchen auf dem Blech. Der Backofen hat jetzt seine Temperatur erreicht. Da schiebe ich das Blech jetzt auf die mittlere Schiene und so werde ich dann jetzt den ganzen Teig verarbeiten. Die Plätzchen waren jetzt für 12 Minuten im Backofen. Da müssen wir schauen, jeder Backofen backt anders. Und jetzt nehme ich die heißen Plätzchen, da passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt, und gebe sie dann in den Zucker mit der Oberfläche, drückt dann da die Oberfläche in den Zucker und lasse sie dann hier auf einem Kuchenrost auskühlen. Und das zweite Blech ist jetzt schon im Backofen. Aus dem Teig habe ich jetzt 65 Plätzchen erhalten. Das kommt natürlich darauf an, wie groß ihr die Plätzchen haben möchtet. Und wir haben jetzt hier ein super leckeres Plätzchen mit Kokos und Kakao. Ganz schnell und einfach gemacht
und die schmecken so lecker. Probiert das Rezept aus. So, die Plätzchen sind fertig und können jetzt gegessen werden, schön mit einer Tasse Kaffee oder einem Tee. Ich werde mir jetzt, glaube ich, einen schönen Tee aufschütten, weil ich bekomme dann gleich auch noch Besuch. Eine Nachbarin kommt und dann werden wir es uns gut gehen lassen und die Plätzchen essen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.